Yurikamone-Linie beginnt in Shimbashi und endet in Toyosu. Wir fahren hier umgekehrt. Der erste Streckenabschnitt wurde am 1. November 1995 eröffnet, die letzten fünf Stationen am 27. März 2006. Die Bahn fährt ohne Fahrer. Man nennt sie Monorail, obwohl sie auf zwei Reihen von Gummirädern fährt. Die Strecke ist 14,7 Kilometer lang und durchfährt überwiegend das Hafengebiet. Es gibt 16 Stationen. Interessant ist auch der Kreiswendel über die Rainbow Bridge. Die Fahrzeit dauert ca. 40 Minuten. Alle 5 Minuten fährt ein Zug. Wenn man vorn sitzen will, muss man eine oder zwei Stationen fahren, dann in den nächsten Zug umsteigen und hoffen, dass die Fahrgäste, die jetzt noch hinten sitzen, tatsächlich aussteigen. U13. Die Strecke führt unter anderem an den folgenden Sehenswürdigkeiten vorbei: Maritimmuseum, Fuji Tower, Telekom Center, Teleport, Kolosseum. Ein Autobahntunnel. Wir nähern uns der Rainbow Bridge. Rechts
rechts und links der Bahntrasse befinden sich die Autobahnen. Von dort oben sind wir hergekommen. Der Fahrpreis beträgt 350 Yen für die ganze Strecke, ca. 2,30 Euro. Teilstrecken sind billiger. Ich bin nicht so gut. Ich bin nicht so gut. Ich bin nicht so gut.